Wegen dieser jungen Dame sind wir nämlich hier. Erik Frenzel ist hier zu Hause und diese Schanzen tragen seinen Namen. Also es gibt den Sachsenpokal und wir sind, jetzt lüften wir das Geheimnis, wegen der kleinen Lia hier. Und die Lia ist die Tochter vom Olli Böhme. Und ich vermute mal, da Olli auch immer noch aktiv springt, hat er seinen Anteil, dass die Lia springt. Ja, also... Hat er dich überredet? Ja, also früher, da hat meine Schwester auch noch mitgemacht, aber ihr hat es dann keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich alleine mit dem Papa weitergemacht. Wie alt bist du? 12. Aber du bist ein Floh, ne? Du bist sehr klein und geschaffen für das Springen. Nun, das Frauenspringen ist ja immer noch nicht genauso angesehen wie das Männerspringen. Willst du das ändern? Ja, also das ist so mein Traum, mal bei Olympia mitzumachen. Und ja. Und sag mal, wie oft trainierst du denn überhaupt und wie lässt sich das mit der Schule vereinbaren? Naja, also früher, wo ich angefangen habe, ist die Schule ein bisschen abgesagt, weil ich da eher mehr um Skispringen mich gekümmert habe. Aber jetzt, ich will auch mal auf eine Sportschule gehen. Und naja, also jetzt geht's eigentlich in der Schule und Training habe ich eigentlich gar nicht. Ich gehe bloß mit dem Papa immer zu den Wettkämpfen und ganz selten mal zum Training. Du, Skispringen ist ja eine Sportart, zumindest die Ausrüstung ist ja auch ein bisschen teuer, ne? Die Ski und du hast einen Avia-Sprunganzug, haben wir alles schon gesehen. Wer bezahlt denn das? Also den Sprunganzug, den neuen, den habe ich umsonst bekommen. Und den Rest, das hat eigentlich der Papa bezahlt, Nun, die Stars im Skispringen, die haben ja immer so 5, 6, 7 oder 8 Anzüge und die wechseln immer. Die denken immer, ich muss den Anzug wechseln, ansonsten kann ich nicht weit springen. Das siehst du ein bisschen anders, oder? Ja, also letzte Woche war ich ja in Pöhla und da ging das mit dem Avia-Anzug richtig gut. Und der schwarze Anzug ist jetzt mein Trainingsanzug und der Avia, den ziehe ich dann immer zum Wettkampf an. Also du hast 2 Anzüge. Ja. Ja. Wie viele Sprünge machst du denn so in der Trainingswoche? Also früher, also wo ich in Choba war, da habe ich immer 10 Sprünge so gemacht. Und so jetzt mache ich so 6 Sprünge so bei so einem Training jetzt hier. Für welchen Verein startest du? SV Blau-Weiß-Dittersbach. Aber da kann man jetzt leider nicht mehr springen. Im Winter bin ich da auch gestürzt, ganz dolle. Das war mein einzigster Sturz bis jetzt, mein schlimmster. Und ja, da springe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Und das geht auch nur im Winter, weil wir dort nie Matten drauf machen dürfen. Ja, zum Skispringen braucht man sehr viel Mut. Und hast du das vom Papa oder ist das einfach, bist du so ein Draufgänger? Ja, also das habe ich eigentlich mehr so vom Papa alles. Viel. Was hast du für Ziele, Lia? Naja. Olympia hast du ja schon angedeutet, ja, ne? Na, halt mit gut zu sein und so. Und immer mit vorne dabei zu sein. Und dann noch, dass der Papa dann, wenn ich das schaffe, alles bei mir mit Vorspringer macht. Lia, wenn man manchmal so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll hat, wenn man hingefallen ist, wie auch immer, was muntert dich dann auf? Was hast du für Hobbys? Naja, ich bin dann schon immer ein bisschen traurig, wenn es nicht so gut geht, weil der Papa, der scheißt nicht so manchmal richtig zusammen und dann geht's aber meistens so wieder. Dem macht man es nicht recht, ne? Ja. Naja,
Ich mache dir einen Vorschlag. Wir reden nachher noch mal mit dem Papa und dem Trainer zusammen. Mal sehen, wie die sich widersprechen. Mal sehen, wer recht hat. Welches ist der weiteste Sprung, Lia? 58 Meter, das war. Wir gehen ja jetzt schon seit 2 Jahren im Sommer nach Planitzer eine Woche und einen Tag da immer nach Villach. Und da bin ich das erste Mal auf der 90-Meter-Schanze dort gesprungen. Weißt du, ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier nach Gaia komme, die Lia, die kannte ich vorher nicht. Das ist so ein Mauseken, so ein Küken hier und die kann ich bis 3 zählen. Mensch, du bist ja schon ein richtiger Draufgänger. Ja. Ich mache jetzt auch Skispringen seit 6 Jahren jetzt. Also ich habe mit 6 angefangen. Und ja. Das ist jetzt der letzte Sommerwettkampf, ne? Ja. Was hast du in diesem Sommer erreicht? Naja, also 2 Mädels sind jetzt aufs Sportgymnasium gegangen in Klingenthal. Und die eine war halt immer meine Konkurrentin somit. Und jetzt ist es eigentlich, habe ich nicht mehr so sehr große Konkurrentinnen. Und ich war jetzt eigentlich auch gut, aber jetzt ist dann halt die eine noch gekommen und da bin ich jetzt leider bloß auf dem 2. Platz erst. Du, Lia, wenn ich so in 3-4 Jahren mal Carina Vogt, die 2. zu dir sage, was sagst du denn dazu? Naja, so sollte mich schon freuen und so. So, ja. Bist du einverstanden, dass wir uns, sag mal, nach dem Winter noch mal sehen und dass wir dann fragen, hey Lia, wie ist es denn gegangen? Dass wir so ein bisschen Auge auf dich werfen. Ist okay? Ja, das ist gut. Dann drücken wir dir im Namen von Avia ganz fest die Daumen. Lia, mach dein Ding. Dankeschön.